So Leute, da bin ich schon wieder zurück. Ich habe eben nur kurz mal auf YouTube ein bisschen rumgeguckt. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich kein Freund von Leaks. Aber das hier muss ich euch einfach zeigen. Es gibt ja immer Leute, die da nicht landen, aber ich muss da jetzt landen. Einfach in Colossal Probes, um euch einfach zu zeigen, was uns halt in der nächsten Season erwartet. Also wir haben ja schon vermutet mit Aliens und hast du nicht gesehen und Zukunftsmusik. Und es würde eigentlich auch passen. Denn jetzt sind wir in der Zeit zurückgesprungen. Warum also auch nicht nach vorne springen? So, wir gucken uns gerade mal hier die Felder an. Ihr seht schon, das Feld hier. Also wenn das nicht nach Zukunftsmusik aussieht, mit Außerirdischen und UFOs, dann weiß ich auch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie würdet ihr es finden, wenn wir wirklich halt wieder so eine Zukunftsmusik bekommen, in Anführungszeichen, dass halt alles in der Zukunft abspielt? Weil, wie sind wir mal ehrlich? Die ganzen Urzeitwaffen waren ja jetzt nicht so der Burner. Wir gucken uns aber jetzt mal gerade nochmal gerade schnell das andere Feld an, weil hier das habe ich ja jetzt euch schon gezeigt. Wie gesagt, das ist halt einfach nur ein Maiskornfeld. Die typischen Ringe, die kennen wir ja schon von Außerirdischen. Jetzt gucke ich nur mal gerade gucken, da hinten das Feld, ob die das jetzt nur aufgeräumt haben oder. Warte. Ne, das hier ist einfach nur gemäht. War das derselbe Meer? So, hier war nix. Gerade mal gucken, ob hier noch was ist. Weil ich schon, also ohne Quatsch, Fortnite gibt sich diese Season echt Mühe. Auch mit Leaks und hast du nicht gesehen. Also im Prinzip sind sie selber am Leaken die ganze Zeit. Und das gibt uns natürlich die Zeit, da ein bisschen Vermutungen auszudrücken. Und wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie würdet ihr eine Zukunftsseason finden? Also ganz ehrlich, wenn sie so umsetzen können, so wie hier diese Season, dann auf jeden Fall. Wenn sie aber wieder anfangen mit diesen Tunneln, also da, wo man durch die Luft gleiten kann oder so. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Ich wollte euch einfach nur kurz dieses Maisfeld zeigen und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln. Ich denke mal, die meisten werden jetzt so um die 200 sein. Wenn nicht, wundert euch nicht, aber selbst ich spiele die neuen Skins schon gar nicht mehr, die man auf 225 alle freischalten kann. Also. Es lohnt sich eigentlich nicht. Nur ein kleiner Tipp von mir. Und in dem Sinne würde ich sagen, wer noch kein Like da gelassen hat, gern Like da lassen. Wer noch kein Abonnent ist, gern Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein.